Ja, wir haben einen sehr dankenswerten Beruf. Der Gesetzgeber sorgt ständig für Arbeit und deswegen für uns automatisch für Nachfrage. Und über unsere Gebührenordnung hat er uns auch noch gleich gesagt, wie wir abrechnen dürfen. Aber Angst, ja, vor einem einfachen Steuerrecht habe ich überhaupt nicht. Denn das Steuerrecht ist dazu da, die gesamte Lebenswirklichkeit der Menschen abzubilden, zu bewerten und dann steuerlich zu bestrafen. Wie wir alle wissen. Wie wir alle wissen und täglich erleben. Und da das Leben kompliziert ist, wird es nie ein wirklich einfaches Steuerrecht geben. Wir haben inzwischen im Steuerrecht eine Schieflage, die meines Erachtens nicht mehr nur ärgerlich ist, sondern inzwischen verfassungswidrig. Die Finanzverwaltung ist zu einem so starken Spieler in der Steuergesetzgebung, im Steuervollzug und in der Behinderung der Gerichte geworden, dass ich in dem Buch zu dem Ergebnis komme, wir haben ein erhebliches Demokratie- und rechtsstaatliches Defizit. Ich sozusagen unterscheide mich von früheren Kritikern dadurch, dass ich nicht sage, ach, wie ist das kompliziert, das müssen wir einfacher machen, sondern sage, das ist nur das Symptom. Die Ursache liegt quasi im Prozess, wie unsere Gesetze zustande kommen und ausgeführt werden und am Ende durch die Gerichte kontrolliert werden. Wenn wir die Ursachen nicht bekämpfen, werden wir mit den Symptomen weiter leben müssen. Mhm. Wobei man sozusagen mein Anliegen nicht verwechseln darf mit dem Credo, ich will weniger steuern. Ja? Mir geht es eigentlich gar nicht um Höhe der Steuersätze, um die Breite der Bemessungsgrundlage, ob die Staatsquote sinkt oder steigt. Das sind zutiefst politische Debatten und die soll man führen. Was wir uns aber nicht leisten können, ist, dass wir Demokratieprinzipien und rechtsstaatliche Prinzipien verletzen. Und das tun wir. Das ist das eigentliche Anliegen. Zu sagen, Leute, wir haben eine politische Situation im Steuerrecht, die ernsthafte verfassungsrechtliche Verfragen aufwirft und die uns langsam als Bürger Sorgen machen sollte. Und zwar unabhängig davon, ob ich gerade viel Steuern zahle oder wenig. Gesetzgebungsverfahren heißt eigentlich nach demokratischem Verständnis unserer Verfassung, dass Gesetze initiiert werden von Politikern. Das dürfen auch Regierungen sein, ja, und es dürfen natürlich erst recht Abgeordnete sein. Das sind die einzigen direkt gewählten Vertreter von uns. Diese Abgeordneten sollten also eine politische Agenda haben. Ich will irgendwas Bestimmtes in eine bestimmte Richtung bewegen. Und dann geht der Auftrag ans Ministerium, macht mir mal einen Gesetzesentwurf dafür. Im Steuerrecht ist genau andersherum. Die Finanzverwaltung vollzieht Gesetze und stößt auf Hindernisse. Menschen wie ich beraten Steuerpflichtige, was sie gegen diesen ungerechten Steuerbescheid tun können. Gehen dann sogar noch vor Gericht, die allergrößte Frechheit aus Sicht der Finanzverwaltung. Also wir wehren uns nachhaltig. Und dann gibt uns das Gericht noch Recht. Für die Finanzverwaltung eine Katastrophe. Sie kriegt das Geld nicht, das sie haben wollte. Sie muss es eventuell wieder rauszahlen. Also kommt die Initiative zur nächsten Gesetzesänderung aus der Finanzverwaltung. Das ist, ich weiß gar nicht, wie ich es Nichtjuristen erklären soll, das ist der totale Bruch des Prozesses. Nicht Sie und ich wählen Abgeordnete und sagen denen, mach mal ein Steuergesetz, wie wir es wollen, sondern die Finanzverwaltung ruft zum Finanzminister, wir brauchen dringend mal die und die Gesetzesänderung, da wehren sich Steuerpflichtige gegen die Abgaben, das geht nicht. Wir brauchen eine Einrichtung, die sozusagen das Gesetzgebungsverfahren wieder vom Kopf auf die Füße stellt. Mhm. Das heißt, so ein Vorschlag der Finanzbürokratie, muss man sagen, ja, die den Gesetzgeber instrumentalisiert für ihre Zwecke, so ein Vorschlag müsste durch eine Institution, die sachkundig ist und dazu eine Stellungnahme abgibt. Ja, das ist sozusagen viel einfacher, als man denkt. Das Erste ist Komplexität reduzieren. Und ich habe ja eingangs gesagt, einfach wird es nie, weil das Leben ist nicht einfach und hier wird das Leben besteuert. Also ist das Steuerrecht kompliziert. Je mehr Gesetze ich aber mache, desto mehr Abgrenzungsfragen muss ich beantworten. Ja? Das heißt, ich sollte einfach mal die Anzahl der Gesetze reduzieren. Was wir brauchen in diesem Land, wenn wir den Steuern erheben wollen, ist eine Einkommensteuer, eine Körperschaftsteuer, eine Umsatzsteuer, eine Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Dann sind wir fertig. Da brauchen wir keine Schanklizenz und keine Versicherungssteuer. Wir brauchen keine Vergnügungssteuer und keine Hundesteuer. Wir brauchen keine Tabaksteuer. Ja, wir brauchen keine Gewerbesteuer, können Sie alles abschaffen. Zweitens, dann sollte ich in den Gesetzen auf alle unnötigen Abgrenzungsfragen verzichten. Die berühmten Beispiele bei der Umsatzsteuer, wann sind es 7% Umsatzsteuer und wann 19%, die gehen in uns Endliche und sind völlig unverständlich. Auch ich kann Ihnen nicht erklären, warum Tierkekse und Tiernahrung mit 7% besteuert werden, Babykekse und Babynahrung aber mit 19%. Ja? Schade, ich dachte, Sie würden mir das erklären. Ja, ich kann Ihnen das nicht erklären, ich kann das nur anwenden, wenn ich denn muss, damit Sie hinterher nicht wegen Steuerhinterziehung dran sind. Ja? So, das heißt, auch in den Gesetzen könnte man, ohne dass man lange nachdenken muss, ein paar Steinbrüche einfach schließen, ja? Ohne dass die Welt zusammenbricht. Also das ist Komplexität reduzieren. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz ist,
demokratisch handeln. Das heißt, eine Institution schaffen, die die Finanzverwaltung daran hindert, Gesetzgeber zu sein. Das ist meine Steuerkommission für den Bundestag. Drittens, Rechtsstaat. Die Finanzverwaltung hat so verschiedene Instrumente, um die Gerichte an ihrer Arbeit zu hindern. Nichtveröffentlichung, Nichtanwendungserlasse, Nichtanwendungsgesetze. Ja, die Finanzverwaltung macht viel, um die Rechtsprechung zu behindern. Das wäre schlichtweg diese Instrumente abschaffen. Das ist eine einzige Weisung von Herrn Schäuble. Was kostet den 30 Sekunden, das aufzuschreiben? Dann gibt es das nicht mehr. Ja? Dass der das nicht macht und der weiß, dass es das gibt, ist Absicht. Ja? Dazu ist der Mann viel zu klug, als dass er zu doof wäre, zu erkennen, was er da tut. Nächster Punkt ist, Steuerrecht wieder zum Pflichtfach in der Juristenausbildung zu machen. Das hat schon seinen Grund, warum der Staat sich keine gute Anwälte im Steuerrecht leistet. Ja, die will er da nicht haben. Wenn wir aber wieder gute, ausgebildete Juristen haben, dann haben wir auch wieder gute Richter. Die speisen sich ja auch aus der Juristerei. Derzeit kommen die Richter alle aus der Finanzverwaltung. Das sind in der Finanzverwaltung ausgebildete ja, Juristen, die deswegen natürlich auch für die Finanzverwaltung denken. Und da wären wir schon ziemlich weit. Ja? Da wären wir wirklich schon sehr, sehr weit gesprungen. Und dann letzter und provokativster Punkt, ich würde die Steuerhinterziehung als Straftatbestand abschaffen. Es ist nachgewiesen, dass in Ländern, wo die Steuerhinterziehung nur eine Ordnungswidrigkeit ist, sowas wie zu schnelles Fahren, die Steuermoral nicht schlechter ist. Das ist so, wie Kindergeld nicht mehr Kinder produziert. Ja, die Leute kriegen Kinder, das sind die Illusionen, nicht? Leute kriegen Kinder, wenn sie an die Zukunft glauben. Und Leute halten sich an Steuergesetze, die sie als gerecht empfinden. Mit der Strafbarkeit hat das nichts zu tun.